Phase gut erholt, gut verpflegt, wieder da. Nicht zu viel gegessen, um dem Nachmittagsschlaf vorzubeugen, weil ich denke, die Konzentration ist wichtig. Es gibt einen Vortrag von Christian Theune zu Batteau, einem Deployment-Werkzeug. Ich habe am Montag schon mal hören können, ein bisschen ausführlicher, wird sehr interessant, denke ich. Christian, bitte. Dankeschön. Ja, hallo. Der Talk wird ziemlich viel Code enthalten. Also ich hoffe, ihr könnt das Suppenkummer nach einer Stunde hinten anstellen. Ich arbeite bei einem Unternehmen. Wir sponsern hier ein bisschen, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Uns gibt es seit Oktober 2000. Ich bin einer der Mitgründer mit drei Freunden zusammen. Und als wir so angefangen haben, 2000, wer sich daran erinnert, das war zu der Zeit, da war die erste Internetblase gerade dabei zu platzen. Und das war ganz gut, dass wir da so ein bisschen zu spät dazu kamen. Dadurch hat es uns nicht erwischt. Wir haben damals irgendwie angefangen, alles zu verkaufen, wofür uns Leute Geld geben würden, inklusive PHP programmieren und Server verkaufen. Und ziemlich schnell, und während wir so nebenbei Informatik studiert haben, sind die Projekte größer geworden und größer. Und PHP ist dann zum Glück nach ein paar Monaten auch gleich rausgeflogen und musste Python weichen. Und heute entwickeln wir relativ große Projekte mit großen und ganz furchtbar wichtigen Kunden. Ich möchte etwas über diesen jungen Herrn erzählen. Der guckt so ein bisschen grimmig. Sein Name ist Batteau. Der ist nämlich kurz davor, den Puppet Master umzubringen. In diesem Augenblick. Das macht er dann aber zum Glück doch nicht. Ich habe das mal 4 geteilt. Ich erzähle ein bisschen was, warum haben wir ein Deployment-Werkzeug entwickelt. Ich kriege recht häufig die Frage, warum denn noch eins? Und da gibt es doch schon X. Und da möchte ich einfach ein bisschen erzählen, wo wir herkommen und was wir damit vorhaben. Ich würde in einem Hello World-Beispiel erst einmal zeigen, wie die Mechanik funktioniert und würde dann gerne ein bisschen tiefer einsteigen, um klarzumachen, wo liegen eigentlich die ganzen Details beim Deployment, wo wird es interessant. Und dann natürlich noch einen kleinen Ausblick geben. Fangen wir mit dem Warum an. Wir betreuen den Betrieb von Webanwendungen und der Aspekt, auf den ich mich heute konzentrieren möchte, ist Installation und kontinuierliche Aktualisierung von den Anwendungen. Ich gehe im Prinzip heutzutage, wenn ich eine Anwendung entwickle, davon aus, dass die Server schon da sind und wir uns um Hardware und Betriebssystem eigentlich nicht mehr weiter kümmern müssen. Wenn heutzutage ein Anwendungsentwickler sagt, da brauche ich einen Server mit X, das Wort Server sollte nicht mehr vorkommen, das ist eigentlich schon ein Warnzeichen, dass da jemand nicht weit genug gedacht hat. Wenn ich das heute denke bei einer Anwendung, dann sage ich, okay, die Anwendung soll auf eine Plattform deployed werden und die Plattform soll aussehen mit folgenden Parametern. Das kann dann Heroku sein oder wir haben da auch was in petto. Aber zumindest aus Anwendungssicht sollte man heute meiner Meinung nach einen Cut machen und sagen, ich gehe von einem bestimmten Minimum aus, was nicht heißt, dass ich Hardware installiere. Die Projekte und die Erfahrungen, die wir so gesammelt haben in dem Bereich, streut sich über ziemlich große und, wie ich schon meinte, wichtige Kunden. Wobei wir einige davon mehr aus der Entwicklung sehen, bei einigen Entwicklung und Betrieb und bei anderen nur im Betrieb. Und das Bild von der letzten Folie sieht ja ganz lustig aus und total niedlich mit so diesen ganzen kleinen Einzelteilen, die da dranhängen. Das Dumme ist, in real sieht das nicht viel anders aus. Wenn man über das Deployment von einer Anwendung nachdenkt, dann ist man meistens geistig hier. In dem Fall, weil für die EU-Behörde da betreiben wir eine Plone-Anwendung und wenn man dann an Plone denkt, dann ist das halt irgendwie der Soap-Server, der da läuft. Tatsächlich ist das aber nur eine von vielen, vielen Komponenten, die dann diese ganze Umgebung ausmachen. Und zusätzlich dazu zeigt dieses Diagramm auch nur die Komponenten, die zur Laufzeit beteiligt sind. Da drin ist jetzt ja noch nicht irgendwelche Maintenance-Jobs. Die Frage, wie kann ich, wo müssen irgendwelche Passwörter, irgendwelches Zeug hin, wie findet die Prozesskontrolle statt, wo ist die Lock-Rotation, wo ist der Nagios, da fehlen ein Haufen Themen noch. Das ist gerade mal auch noch eine vereinfachte Variante. Und dann kommt noch dazu, dass in jeder von diesen Komponenten ein Haufen Detailwissen drin ist, das man sich erst mühsam erarbeiten muss. Und dann hat man das halt einmal durchdacht und gesagt, so ist das halt, so sieht die Installation aus. Dann stellt man fest, die brauche ich nochmal, die brauche ich nämlich für Staging nochmal. Und Staging möchte ich aber zum Beispiel nicht mit so viel Ressourcen fahren, da möchte ich das alles ein bisschen zusammenbündeln. Das Blaue hier sind immer bei uns die VMs, die wir da entsprechend für zusammengeschnitten haben, weil im Staging ist die Last natürlich nicht so hoch in der Wiederproduktion. Da möchte ich zwar die strukturellen Eigenschaften wiedersehen, aber ein bisschen anders ist es alles dann doch.
Und wenn man jetzt weiterdenkt, sieht man, naja, ich habe eigentlich nicht nur Staging und Produktion, ich habe ja auch noch die Entwickler. Und eigentlich hat jeder Entwickler auch noch wieder eine leicht andere Variante von dem ganzen Setup, weil er mit unterschiedlichen Versionen arbeitet, mit anderen Aspekten des Systems zu tun hat. Der eine macht vielleicht was am Frontend-Layout, der andere macht was hinten an der Datenbank. Und dann haben wir also mal grob drei Varianten, also Produktion, Staging und Entwicklung. Und dann stellen wir fest, naja, und das Ganze, da müssen wir uns noch Gedanken machen, wie installiere ich das erste Mal? Was mache ich, wenn ich Disaster Recovery machen muss? Was mache ich, wenn ich einen neuen Entwickler habe? Wie rolle ich Updates aus und wie merge ich die Entwicklungsstände? Und spätestens zu dem Zeitpunkt ist, glaube ich, klar, dass wenn man irgendwas daran händisch anfasst, verschafft man sich technische Schulden, die man einfach nie wieder einholt. Bei uns hat die Automatisierung von solchen Anwendungsumgebungen im Prinzip eine ziemlich lange Tradition. Das war vor 13 Jahren inzwischen, kennt vielleicht jeder, kriege ich heutzutage auch immer mal noch angedacht, dass mich irgendwer nach einem FTP-Account fragt. Die Zeit haben wir zum Glück endgültig hinter uns gelassen. Das ging dann von Shell-Skripten zu dann im SOAP, bis die irgendwann ihren eigenen Instanzverwaltungsmechanismus hatten, bis dann Buildout kam und die ganzen Vorläufer, die es da intern noch gab. Da hat sich in den letzten über 10 Jahren extrem viel getan. Und wir haben uns vor einer Weile, das war dann so 2008 rum entschieden, den ganzen Betrieb bei uns statt nebenbei noch als richtig eigene Abteilung aufzuziehen und das ein bisschen ernster anzugehen, woraus dann für uns als einer der ersten Kunden die EU-Agentur für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz kam. Und das ist, wie ihr gesehen habt, ein ziemlich großes Ding und da haben wir viel Erfahrung gesammelt. Dann kamen noch mehr große, dann haben wir noch mehr Erfahrung gesammelt und wir haben durch ziemlich viel Refaktorierung und durch ziemlich viel Nachdenken das Tool gebaut, Bateau, was ich heute vorstelle. Ein kurzer Vergleich, um mal nach rechts, links und oben und unten zu gucken. Warum nehmen wir nicht Puppet oder Chef? Das sind zwei Tools, die so im gleichen Umfeld tätig sind. Die sind Systemkonfiguration, das heißt, die stellen sicher, dass erstmal ein Betriebssystem da ist und was Sinnvolles tut. Die sind immer dann gut zu gebrauchen, wenn ich eigentlich häufig das Gleiche brauche. Bei uns wäre das Beispiel, wir automatisieren die Betriebssysteme auf den physischen Host und den virtuellen Maschinen. Davon habe ich dann ein paar hundert parallel, die alle das Gleiche machen, da ist das super. Service Deployment ist aber tatsächlich auf so einer Plattform aufsetzen und das dann zu individualisieren und zu sagen, ja, auf der Maschine kommt die eine Domain hin und das muss ich bitte jetzt in der Reihenfolge so konfigurieren, dass ich zuerst die Datenbank konfiguriere, dann den Anwendungsserver, dann kann ich den Nginx anmachen und los geht's. Puppet hat, weil die selber keine Orchestrierung machen, Puppet macht was anderes, die sagen selber auch, für Service Deployment guckt bitte woanders hin. Der Grund, warum das technisch eine gute Idee ist, ist zum einen machen die keine Orchestrierung, die können nicht gut aussteuern, über mehrere Hosts hinweg in einer bestimmten Reihenfolge feingranuliert Aktionen zu fahren. Die haben ein Pull-Prinzip, das heißt, die Hosts kommen halt immer mal und sagen, gibt's was Neues? Nö, ist okay. Während ich bei einem Service Deployment eigentlich so schnell wie möglich von vorn nach hinten durch möchte. Puppet läuft typischerweise als Root, da kann man auch noch drum rumarbeiten, aber da geht es dann halt schon los, dass man das Werkzeug nicht so benutzt, wie es eigentlich gedacht ist. Mitte 2009, als wir mit der OSHA produktiv gegangen sind, war für uns die Kombination aus Fabric und Buildout der Stand, den wir gut benutzen konnten. In der gleichen Kategorie spielt, soweit ich das verstanden habe, ich habe Salt noch nicht benutzt, werde aber häufiger danach gefragt, mit Fabric Salt, das ist halt so Remote Execution und Salt ist im Vergleich zu Fabric einfach besser skalierbar, wenn man mal 1000 oder 1500 Hosts oder noch mehr parallel bestücken möchte. Mit Fabric sind wir am Anfang recht gut losgelaufen mit Buildout zusammen, aber da ging es dann los, dass halt Wiederverwendbarkeit und das Fabric imperativ ist. Was zum Beispiel Puppet wiederum besser macht, die haben eine schöne Modellbildung. Fabric ist dann wieder rein imperativ. Wir hätten es halt gern ein bisschen modellgetriebener gehabt. Nach Juju werde ich auch manchmal gefragt. Das sind interessanterweise Leute, die ich kenne, noch aus der Soap-Szene. Wer Benjamin Saller kennt und Kapil, der weiß zum einen, wie Software aussieht, die beiden bauen. Das ist cooles Zeug, aber da explodiert einem der Kopf bei. Irgendwer hat mal zu den beiden gesagt, die schaffen es, wenn sie an einem Projekt arbeiten, Zeug zu overengineeren und underdesignen zur gleichen Zeit.
Das konkrete Problem, was ich mit Juju habe, ist zum einen halt Canonical getrieben. Das ist sehr auf die Ubuntu-Infrastruktur ausgerichtet mit einem, naja, im Prinzip kann man es auch woanders betreiben. Und die gehen davon aus, dass der Service-Deployment-Layer mit der Systemkonfiguration interagiert und dynamische Laufzeitkomponenten hat. Da steckt dann ziemlich viel Einzelteile drin. Wir nehmen noch das und machen das noch zusammen. Das ist Apache Zookeeper drin und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich, dass das Service Deployment nur die Automatisierung von dem ist, was ein Admin dann eigentlich auch gemacht hätte. Ich möchte nicht, dass der Service Deployment Layer zusätzliche Laufzeitkomplexität dem Anwendungsentwickler noch mit reinschießt. Gut, kommen wir zu einem kleinen Projekt, um mal zu zeigen, wie sieht das alles aus, was macht man, wie deploy ich lokal, wie deploy ich remote. Die grundsätzliche Projektstruktur von Batteau sieht folgendermaßen aus. Das ist so das Kleinstmögliche, was man sich angedeihen kann. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe für Keynote leider keine Unit-Tests. Es besteht aus zwei grundsätzlichen Dingen, so ein Batteau-Projekt, aus Komponenten und aus Umgebungen. Wir benutzen, das ist jetzt ein technisches, zufälliges Detail, weil wir das gerne so machen, wir benutzen Mercurial, um dieses Ding zu versionieren und später auch auf die Remote-Hosts per SFTP zu pushen. Und wir benutzen Buildout, um Batteau selbst an dieser Stelle installieren zu können. Das ist sozusagen zufällig, da denken wir auch drüber nach, was könnte man vielleicht an anderen Werkzeugen da in Zukunft benutzen. Genau. Fangen wir bei den Komponenten an, bei denen geht's los. Komponenten definieren das, was einen Service ausmacht. Das können zum Beispiel Python-Anwendungen sein, das kann eine Postgres-Datenbank sein, das kann ein Virtual Host für ein Nginx sein, das können Cronjobs sein. In dem Fall fangen wir mal mit einer Komponente an. Die schreibt man als Klasse runter. Da gibt es eine Basisklasse, die einem die API vorbereitet und einige Helferlein hat. Und die hat eine Configure-Methode, die sagt, naja, die Hello-Komponente besteht aus einer Datei mit dem Namen Hello und dem Inhalt Hello World. Das da ist auch nur wieder eine Komponente, das gleiche wie das. Und es ist auch im Prinzip, daraus baut man sich einen Baum zusammen. Das hier ist sowas, könnt ihr euch vorstellen, hängen es als eine Unterkomponente an diese Komponente dran. Und es ist im Prinzip auch egal, ob eine Komponente so in einem Projekt als Top-Level-Objekt betrachtet wird oder irgendwo wiederverwendet wird. Das macht strukturell und syntaktisch keinen Unterschied. Wenn ich eine Komponente gebaut habe, gehe ich als nächstes her und definiere, auf welchen Hosts in welchem Environment die aktiviert werden soll. Im einfachsten Fall für die Entwicklungsumgebung lege ich eine Config-Datei in dem Environments-Verzeichnis ab, benenne die so, wie die Umgebung heißen soll, in dem Fall dev, lege eine Sektion an, um zu zeigen, welche Hosts gibt es alles. Als Entwickler habe ich in dem Fall mal ganz einfach nur meinen Localhost und dort möchte ich die Hello-Komponente deployen. Der Name dort entspricht dem Lowercase-Klassennamen, wie er in der Component-Py zu sehen war. Das kann ich jetzt ausführen. Da gibt es ein Werkzeug, was dafür da ist, um eine Umgebung lokal zu realisieren. Das nennt sich Batteau Local. Der bekommt zwei Parameter. Der bekommt, welche Umgebung, das ist dem Dateinamen entsprechend, und welcher Host. Und er erzählt einem dann, was er gemacht hat. In dem Fall sehe ich, aha, die Hello-Komponente. Da gibt es eine Unterkomponente File mit dem Filename Hello und da gibt es wieder eine Unterkomponente, die managt, dass die Datei angelegt wird und es gibt eine Unterkomponente, die kümmert sich darum, dass der Inhalt gemanagt wird. Frage ist, wo ist die jetzt gelandet? Ganz einfach, es gibt dann pro Komponente ein Arbeitsverzeichnis, das wird automatisch immer so ausgesteuert, dass ihr in den Komponenten immer relativ zum Arbeitsverzeichnis einfach nur arbeiten braucht und dann jede Komponente von den anderen isoliert ist und da wurde dann die entsprechende Datei auch angelegt. Wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, passiert gar nichts. Wenn ich in der Datei rumpanke und das nochmal laufen lasse, sehe ich, jetzt wird wieder der Inhalt gemanagt. Aber die Präsenz wird nicht angefasst, die Datei ist ja immer noch da. Dieses Verhalten lässt sich durch zwei Begriffe charakterisieren, die wir sehr schätzen gelernt haben. Das ist Idempotenz und Konvergenz. Idempotenz heißt, mehrfaches Ausführen führt immer zum gleichen Ergebnis. Und Konvergenz heißt, wenn der Zielzustand nicht dem Sollzustand entspricht, dann tu, was du kannst, um ihn dahin zu bewegen. Der Vorteil ist, jetzt kann ich ein Modell
so formulieren, dass ich zum einen automatische Reparaturen bekomme. In dem Fall habe ich was kaputt gemacht und er ist hinterhergegangen, hat es wieder ganz gemacht. Und die automatische Reparatur auch nichts anderes ist, als wenn ich die Definition geändert hätte und er dann entsprechend meine Installation aktualisiert. Das ist ein wichtiger Bestandteil davon, dass für mich nachher Erstinstallation und Updates im Prinzip das gleiche sind. Unser Modellansatz mit den Komponenten, den wir hier bauen, der dreht sich auch hauptsächlich darum, dass man Idempotenz und Konvergenz einhalten kann. Das ist nichts, was man einem schenken kann. Da muss man selber mit seinem Code auch immer ein bisschen aufpassen. Und wenn wir nachher in die Tiefe gehen, werden wir sehen, warum das mit Batot sehr einfach zu handhaben ist. Jetzt haben wir gesehen, wie ein lokales Deployment aussieht. Das müssten wir jetzt mal noch in der Produktionsumgebung tun. Dafür lege ich einfach eine zweite Environment-Definition an. Die ist ein bisschen größer. Da sehen wir, da gibt es zwei Hosts, Test 1 und Test 2. Die sollen beide mit der Hello-Komponente versorgt werden. Ich möchte, dass auf den Hosts das in dem User-Test installiert wird. Das ist das, was wir bei uns konsequent durchsetzen, dass wir in einen Service-User rein installieren. Und um es hier unten einfacher aufzuschreiben, sage ich noch, die Hosts da drüben müssen mit folgendem Suffix versehen werden. Das habe ich jetzt noch nicht aktualisiert für für den schönen neuen Namen Flying Circus. Und Batot wird sich dann dort anmelden per SSH mit meinem User, wird einen Sudo-Wechsel in den Service-User reinmachen und dann dort tun, was auch immer nötig ist, um ein entsprechendes Deployment zu fahren. Das sieht dann folgendermaßen aus. Da gibt es ein zweites Werkzeug, Batot Remote. Passenderweise. Der bekommt nur einen Parameter, nämlich welche Umgebung soll deployed werden. Dann sehen wir, der läuft los. Da ist im Hintergrund das Paramico, das ist sozusagen der Rest, der noch vom Fabric, 10-mal Fabric-Refactor übergeblieben ist am Werke. Und dann deployt er die Komponente jeweils auf den verschiedenen Hosts. Und man sieht wieder genau das gleiche wie eben beim lokalen Lauf. Er legt die Datei erst an, er schreibt den Inhalt rein. Und auch hier, wenn ich das dann nochmal ausführe, beim zweiten Mal passiert nichts. Das Schöne, was auch passiert, wenn man Idempotenz-Konvergenz richtig baut, dieser zweite Lauf, der dauert bei mir effektiv 7 Sekunden. Selbst bei großen Projekten wie der OSHA, wo wir im Endeffekt mit allen Details, glaube ich, 15 oder 20 Komponenten über 30 verschiedene Hosts haben, die man dann multiplizieren kann, also sind wir vielleicht so bei 150 Komponenten etwa in der Größenordnung insgesamt, kommen wir in unter einer Minute durch, um festzustellen, muss irgendwas repariert werden oder sind wir up to date. Und das ist schon relativ knackig, muss ich sagen. Das war auch schon das Hello World Beispiel. Das ist alle Mechanik, die es gibt. Mehr gibt es nicht. Alles andere, was ihr jetzt gleich seht, sind alles bloß Ableitungen von dem Grundsatz. Es gibt Komponenten, es gibt Environments. Komponenten sagen, aus welchen Teilen besteht mein Service. Environments, wie sieht eine Instanz des Services in einer bestimmten Umgebung aus, wie verteilen sich die Komponenten über die Hosts. Batot Local ist das Werkzeug, um an einer bestimmten Stelle aus einem Environment für einen Host die Konfiguration zu realisieren. Batot Remote ist dazu da, um das für eine ganze Umgebung zu machen. Intern triggert der am anderen Ende auch bloß wieder das Batot Local an. Und wir haben gesehen, Konvergenz, Idempotenz spielt eine große Rolle, um sowohl schneller deployen zu können, als auch zu vereinheitlichen, was bedeutet eine Erstinstallation und was bedeutet ein Update. Gehen wir tiefer rein. Ich möchte, nachdem wir ein bisschen Mechanik gesehen haben, jetzt ein bisschen was Komplexeres zeigen und ein bisschen auch mehr auf die Intention eingehen. Was denken wir uns dabei, was sind die Ideen daran? Man muss immer aufpassen, dass man sich in der Mechanik nicht verliert. Die Mechanik ist teilweise bloß ein Hilfsmittel. Interessanter an der Stelle ist, wo sind die Ideen? Als Programm, was wir deployen, möchte ich ein total Enterprise-ready Hello World deployen. Das ist ein langlaufender Dienst, wie wir sehen. Der wird für immer und ewig bis zum Ende aller Zeiten Hello World ausgeben. Das ist Enterprise-ready. Und das soll auf einem Zielsystem installiert werden und dort per Supervisor als Daemon gestartet werden. Dazu brauche ich jetzt wieder, wie wir im Hello World eben gesehen haben, eine Komponente, die das installiert. Die sieht fast genauso aus. Hier kommt noch ein Detail damit hinzu. Es sind zwei Sachen anders. Zum einen, ich gebe den Inhalt nicht mehr inline an, sondern ich sage, nimm bitte folgende Datei als Quelle und bestücke die Zieldatei damit und mach's executable. Meine Entwicklerumgebung ist weiterhin ziemlich einfach. Und wenn ich das laufen lasse, kommen wir auch mit eigentlich dem gleichen Output raus,
den wir gesehen haben mit dem einen Unterschied. Jetzt wird natürlich auch noch der Modus mitgemanagt und das ist ein Detail, was wir gemerkt haben. Dieses ständige in kleinere Details aufsplittern macht den einzelnen Code, die einzelnen Code-Abschnitte, die für bestimmte Aspekte zuständig sind, deutlich robuster. Bei Puppet ist es zum Beispiel so, das hatte ich mir bei der Implementation von dem File-Type als Vorlage genommen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Modellierungssprache und der Implementationssprache. Und dadurch ist bei Puppet die Implementation des File-Types ziemlich Kraut und Rüben. Das ist ein ziemlich großes Stückchen Ruby-Code plötzlich, wo man dann intern wieder aufpassen muss, dass man Konvergenz und Idempotenz nicht aus Versehen bei irgendeiner Kombination von Parametern kaputt macht. Dieses ständige in kleinere Einheiten delegieren, das macht es, dass diese Konvergenzkriterien deutlich einfacher runterzuschreiben und aufrechtzuerhalten sind. Tut. Hervorragend. Ein Enterprise Hello World Programm. Die ist jetzt installiert auf dem C-System, tut aber noch nichts. Sie liegt jetzt bloß als Executable rum. Deswegen schlage ich vor, wir installieren Supervisor. Leider ist Supervisor nicht so die Enterprise-Software, deswegen muss ich jetzt deutlich mehr machen, um das zu installieren. Supervisor ist ein Python-Programm und Python-Programme installieren wir relativ gerne mit Buildout, um in Kombination mit VirtualEnv, um eine abgeschottete Python-Umgebung zu haben. Das müsste so die kleinste Variante sein, die man jetzt mal aufschreiben kann. Wir würden normalerweise jetzt noch die Versionen festziehen, den Python-Index festziehen und dies und das und jenes. Das habe ich hier mal rausgelassen. Da gibt es auch ein vorgefertigtes Rezept, was sich um Supervisor kümmert. Das nehmen wir tatsächlich auch, auch wenn es ein bisschen krank ist. Wir müssten einfach mal die Zeit uns nehmen, um eine reine Bateau-Implementation zu bauen. Aber das kann man ganz gut delegieren und eine Sache, die beim Deployment häufig auftaucht, ist, man muss an andere Dinge irgendwie mal auf andere Dinge aufsetzen, die schon da sind. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich alles immer in der hübschesten Variante vorfinde. Insofern ist das auch kein schlechtes Beispiel. Den Buildout müssen wir jetzt an Bateau noch überreichen und siehe da, wir haben da schon was in petto. Es gibt eine Komponente, die sich um Buildouts kümmern kann. Die kriegt einfach bloß einen Namen. Das Ding ist bloß um ihm einen Namen zu geben, das tut nichts weiter. Und ich sage ihm, unter welcher Python-Version das laufen soll, in dem Fall gerne mit Python 2.7. Und die Buildout-Komponente intern delegiert das wieder an eine Virtual-Env-Komponente, eine Komponente, die sich um das Bootstrapping kümmert, eine, die sich darum kümmert, dass der Buildout selber laufen gelassen wird. Und zwar immer unter den jeweiligen Voraussetzungen von, hat sich zufällig das Python geändert oder hat es jemand kaputt gemacht oder haben sich die Eingangsparameter geändert. Und dann würde man sehen, dass halt beim ersten Mal alles ausgeführt wird und beim zweiten Mal weiß er, Virtual-Env brauche ich nicht mehr machen, Bootstrap brauche ich nicht mehr machen und die Parameter vom Buildout haben sich auch nicht geändert, deswegen lasse ich ihn gar nicht mehr laufen, zack, fertig. Das wäre so jetzt eine funktionsfähige Blanko-Installation von dem Supervisor. Der nächste Schritt dazu ist, Supervisor hat einen Netzwerkserver, den müssen wir natürlich noch irgendwie irgendwo sagen, wo er lauschen soll, auf welche Adresse. Gehen wir zurück zu dem Buildout. Das Rezept hat zwei Parameter, die sich für die Adresse interessieren, den Port und die Server-URL. Bateau hat selber, wir haben uns mal dafür entschieden, Jinja 2 zu nehmen als Template-Sprache, weil die in der Standardkonfiguration mit den wenigsten anderen Mehrzahl von Syntax, mit den wenigsten anderen Sprachen, die so in Konfigurationsdateien verwendet werden, kollidiert. Und weil sie die Möglichkeit hat, das Quoting explizit einzustellen und umzuschalten. Wir hatten am Anfang mal Marco probiert und da hat man bei Buildout das Problem, dass Dollar geschweifte Klammer in Buildout schon was bedeutet und in Marco was bedeutet und dann kommt man völlig durcheinander. Das ist auch so ein Detailbeispiel, was aus, wenn man Konfigurationsdateien schreibt, mit Templates immer mal rausfällt. Also wir wollen die Serveradresse einstellen. Dazu sage ich der Komponente, die diese Datei managt. Da wird es gleich ein Adressattribut geben. Und von dem bitte die Variante, wie man einen Server binden soll. Das machen wir so. Es gibt zum einen ein kleines Hilfsmittelobjekt, um Netzwerkadressen auszudrücken. Ich entscheide mich explizit für einen bestimmten numerischen Port, in dem Fall 9000. Und ich binde das Ganze zu einem Adressobjekt zusammen. Ich kann der Komponente sagen, von dem Host, auf dem du jetzt gerade konfiguriert wirst, also für den du konfiguriert wirst, hol mir den FQDN, also zum Beispiel Localhost oder test01.flyingcircus.io oder sowas. Verknüpfer das mit dem Port, mach mir eine Adresse draus, schreib es auf die Komponente. Und das ist dann das, was hier auftauchen wird. Component Address entspricht der Adresse hier drüben. Was ist dieses Adressobjekt?
Ganz einfach. Es ist auch wieder ein Detail, was sich bei uns etabliert hat. Adressen sollte man immer aus zwei Perspektiven sehen. Einmal, ich muss den Server damit konfigurieren und ich muss den Client damit konfigurieren. Es ist eine relativ gute Praxis, dass man bei einem Server, da nennt man das meistens die Listen Address, danach wie unter Unix die API gestaltet ist. Bei einem Server sollte ich möglichst die IP-Adresse angeben, an die der Service sich binden soll, weil beim Systemstart kann es passieren, dass die Resolver noch nicht so ganz am Start sind und dann würde ein Namenslookup fehlschlagen und die Anwendung startet nicht und dann muss ich als Admin wieder hinterher uns ganz machen. Oder die IP-Adresse ist zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz sauber auf dem Interface angekommen. Netzwerk geht nicht, dann geht der Resolver nicht, genau. Wenn ich eine IP-Adresse konfiguriere, das ist ziemlich stabil. Da kann es sogar sein, dass wenn die IP-Adresse noch nicht auf dem Interface ist, das Linux macht dann trotzdem den Port schon mal auf und sobald die Adresse irgendwo auf einem Interface sich materialisiert, geht's los. Das ist also einfach deutlich robuster. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Client konfiguriere, genau dafür ist DNS ja da, dass ich dynamisch solche Lookups machen kann, Lastverteilung machen kann, etc. etc. Deswegen packen wir dann typischerweise das in so ein Adressobjekt ein und je nachdem, wo wir es brauchen, fragen wir dann die Variante ab, will ich gerade einen Server oder einen Client bestücken. Zurück zu unserem Beispiel. Eventuell hat sich schon jemand gefragt, warum schreibt er das da auf die Klasse und nicht da unten rein? Ganz einfach. Das Problem ist, dass man, wenn man als Entwickler mehrere Projekte parallel jongliert, es sich eingebürgert hat, verschiedene Ports für verschiedene Projekte zu nehmen. Jetzt will ich aber in der Produktion wiederum eigentlich den Supervisor üblicherweise immer auf dem gleichen Port sehen, damit ein Admin, der halt zwischen mehreren Projekten hinher schwingt, nicht dauernd nachgucken muss, auf welchem Port läuft der. Und das kollidiert natürlich dann mit der Frage, dass ein Entwickler das bei sich auf seiner eigenen Maschine oder seinen VMs anders aussteuern möchte. Wenn ich das hier auf ein Klassenattribut schreibe, dann habe ich die Chance, im Environment herzugehen und sagen, naja, hier im Development, da soll der Supervisor mit Port 6000 laufen. Das wird dann automatisch übertragen auf die Klasse, bevor das Configure losläuft. Man muss dann nur aufpassen, dass das immer Strings sind. Da wird immer zuerst ein String eingefüttert und dann muss ich in dem Configure-Lauf gegebenenfalls noch eine Typkonvertierung durchführen. So, wir haben den Supervisor jetzt prinzipiell da, wir haben die Netzwerkadresse konfiguriert. Jetzt ist die Frage, wie kommt unser Enterprise Hello World Server in den Supervisor rein? Fangen wir bei dem Programm selber an, was wir starten wollen. Dafür haben wir eine API, um Ressourcen zu registrieren und abzufragen. In dem Fall registrieren ist die Methode provide, die bekommt einen Key und einen Wert übergeben. Und wer Puppet kennt, der kann hier an Stored Resources, Stored Configs denken. Mit dem Unterschied, dass wir nicht fünfmal die verschiedenen Knoten erst antriggern müssen, bis der Wert irgendwo ankommt, sondern das wird gleich in einem Rutsch in Batteaus mentalem Modell aufgebaut. So sieht der Client aus, der sagt, ich habe hier ein Programm, das ist das Executable. Ich knüppe hier noch das Arbeitsverzeichnis explizit mit rein, weil die Komponenten ja nichts voneinander wissen. Der Supervisor, der weiß ja nachher gar nicht, welche Komponente hatten das eingefüttert. Der kriegt bloß gesagt, da drüben ist ein Executable, das sollst du starten. Deswegen stelle ich hier sicher, dass da ein absoluter Pfad rauskommt. Die Supervisor-Komponente auf der Gegenseite macht dann einen Aufruf an die Methode namens require, provide, require, gibt den gleichen Key an und gibt einen Filter an, der sagt, bitte nur die Keys, die zu Komponenten gehören, die auf dem gleichen Host wie ich laufen. Das speichern wir dann als Attribut, das haben wir vielleicht jetzt schon mal gesehen, das haben wir schon gesehen bei den Netzwerkadressen. Und wenn ich in das Template für ein Buildout reingehe, jetzt wird es furchtbar hübsch, dann hat dieses Rezept eine bestimmte Syntax, wie es die Programme übergeben haben möchte. Das würde dann in der kleinsten Variante so ausgehen. Hier steht dann das Binary und das ist alles Boilerplate, die da drum rum muss. Ginger ist dummerweise an der Stelle auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Wer es nicht weiß, diese Minus kontrollieren Whitespace-Generierung. Und das Dumme ist, das ist nämlich nicht wie bei Ruby bei den ERBs eine Newline-Kontrolle, sondern es ist Whitespace-Kontrolle. Und was ganz schwer zu kontrollieren ist, wenn man dann tatsächlich noch Folge-Whitespace hat, der wird immer komplett zusammengefaltet. Das ist so ein bisschen... da müsste ich wahrscheinlich mal Armin anschreiben und fragen, ob man da was machen kann.
Zur Mechanik mit den Ressourcen, Provide, Require. Provide kriegt immer einen Key und einen Wert. Der Wert ist ein Skalar. Require kriegt immer einen Key und eventuell noch den Host-Filter. Ansonsten kriege ich die durch Provide eingefütterten Werte quer durch das Environment. Aus Require kommt immer eine Liste raus. Und ich habe, wenn ich einen Skalar erwarte und nicht möchte, dass da mehrere Sachen auch registriert sind, dann kann ich Require One benutzen, gleiche Signatur, kommt aber immer genau ein Wert raus. Die Ressourcen-API kümmert sich gleichzeitig um Konsistenz. Wenn ich Provide irgendwo mit einem Key aufrufe und den Key nie abrufe, dann sagt er mir, bevor es losgeht, das wird wohl nichts, da hast du was vergessen. Umgekehrt auch, wenn ich Require und Provide mache, sagt er mir auch, da hast du wohl eigentlich gedacht, da kommt noch was. Genauso, wenn ich einen Require One aufrufe und da nicht exakt eins rauskommt, ist das auch ein Fehler. Der Trick ist, die Configure-Läufe werden intern gerne mehrfach angesteuert, damit das Plateau langsam mitschreibt, jetzt hat der das Require mit dem Key aufgerufen und der mit dem das Provide, jetzt muss ich den nochmal antriggern, weil das Provide hat sich geändert. Das macht der Plateau selbstständig. Das ist auch der Grund, weswegen im Configure immer nur Dinge am Modell arbeiten, aber nie konkrete Aktionen ausführen, weil die beliebig häufig angetriggert werden können. Man sollte auch wissen, dass die Reihenfolge in der Liste, wie sie aus dem Require rauskommt, nicht garantiert ist. Die kann jedes Mal anders aussehen. Deshalb sollte man das Ergebnis nach einem Kriterium, was man kennt, sortieren. Ansonsten würden zum Beispiel Templates, die man ausfüllt, wie wir jetzt mit dieser Schleife über die ganzen Programme, dann kann es sein, dass die Reihenfolge sich immer mal ändert und dann hat man bei jedem Deployment-Lauf wieder eine Änderung drin. Das kann man dann typischerweise durch Sortieren vermeiden und wir werden uns auch noch was einfallen lassen, wie man diese Liste zumindest reproduzierbar immer in die gleiche Ordnung bekommt, auch wenn es keine spezifische ist, um das Flapping zu vermeiden. Und die Dependencies werden tatsächlich selber gefunden und wenn ich nachher ein großes Deployment habe, dann sieht er über alle Hosts hinweg, ich muss zuerst auf dem Host die Datenbank machen, auf dem Host den Memcache, dann die Anwendung, dann das Deliverance, dann den Varnish, dann den HA-Proxy, den Varnish, den Nginx, fertig. Und das muss man nie explizit aufschreiben, wer von wem in welcher Reihenfolge abgearbeitet werden soll. Ich hatte eben schon gesagt, dass ich eigentlich Mechanik gar nicht so gern sehen möchte. Das Provide-Require ist Mechanik, das drückt nicht viel aus. Deswegen hat sich bei uns folgendes Pattern rausgestellt, um diese Verknüpfung zum Beispiel zwischen Programm und dem Supervisor zu bewirken. Das sind Dinge, die nennen wir dummerweise Hook-Komponenten. Das ist ein Begriff, der aus einer alten Bateau-Version stammt. Wahrscheinlich sollte man es eher Ressourcenkomponenten nennen oder so. Wir tauschen in unserer Programmkomponente tauschen wir den Aufruf an Provide Program aus, wir werfen die Mechanik raus und wir nehmen eine Komponente namens Program, das ist das Hello Program und es wird mit dem Command Hello gestartet. Immer ausgehend von dem Arbeitsverzeichnis dieser großen Komponente. Damit liest sich das jetzt auch viel einfacher. Wenn ich jetzt frage, was ist denn der Hello World Enterprise Daemon, dann kann ich sagen, das ist das eine Programm, das ist eine ausführbare Datei, wo das Programm drin ist und es ist das gestartet werden soll. Was so und so gestartet wird, indem ich dieses Programm aufrufe. In diesem Programm sieht das folgendermaßen aus. Es gibt eine neue Basisklasse, die das alles ein bisschen zusammenzieht, die heißt Hook Component. Der erste Parameter, der reingeht, ist der Name und ich definiere einen Key, unter dem das in diesen Key Value Store reingehen soll. Das Ding kriegt einen Command, das hatten wir gesehen, das wird beim Aufruf übergeben. Und es gibt ein Template, wie eine so eine Zeile für dieses Collective Recipe Supervisor erzeugt werden soll. Das Schöne ist jetzt habe ich hier ein echtes Objekt in der Hand, ich kann hier die ganze OOP-Gewalt an mich reißen und Kapselungen und Vererbungen und was auch immer benutzen. Wichtig bei diesen Hook-Komponenten ist, dass man den Supercall macht, weil das Configure von der Superkomponente dafür zuständig ist, dann tatsächlich diese ganze Mechanik anzutriggern. Hier ist es jetzt auch so, dass ich jetzt nämlich das Workdir hier nicht mehr einfüttern musste, das kann mir jetzt die Komponente abnehmen. Das kann ich jetzt wieder, das ist wieder ein Stück Mechanik, was ich nach innen gedrückt habe und wenn ich meine eigentliche Komponente anschaue, dann wird es einfacher. Genauso wie der Supervisor, da ändert sich nicht viel, der Require-Aufruf, das machen wir üblicherweise so, dass wir dann explizit diesen Key da ansteuern, damit dieser eine String nur ein einziges Mal im Code steht.
Im Template wird es aber ein bisschen hübscher. Jetzt falte ich das einfach alles zusammen und sage, okay, gib mir einfach die formatierte Zeile. Das ist ein Muster, mit dem wir eigentlich sehr glücklich sind. Und damit haben wir jetzt den Supervisor an der Stelle, dass er so konfiguriert ist, dass das Programm eingetragen ist, aber der Supervisor selber läuft noch nicht. Dann müssen wir uns jetzt also was einfallen lassen, wie lassen wir den Supervisor starten. Bisher haben wir Komponenten immer so definiert, dass wir sie aus anderen Komponenten zusammensetzen. Turtles all the way down. Aber irgendwo muss dann ja tatsächlich mal Schluss sein und irgendwer muss die Arbeit ja machen. Fürs Supervisor starten und Neuladen brauchen wir einfach eine ganz konkrete Aktion auf dem Zielsystem, die halt ausgeführt werden muss. Und dafür gibt es zwei Methoden, die man kombiniert einsetzt. Das sind die Methoden, wo auch bei den vorgefertigten Komponenten wie der Datei, the presence, die Arbeit stattfindet. Verify ist dafür zuständig, wird auf dem Zielsystem ausgeführt und fragt, läuft der Supervisor mit einer aktuellen Konfiguration? Ob er läuft, drückt sich dadurch aus, ob diese Datei hier existiert. Wenn die nicht existiert, dann schlägt diese Assertion schon an. Das ist so ein bisschen Unit-Test-artig. Und dann ist auch die Frage, ist der Supervisor mit einer aktuellen Konfiguration unterwegs? Das lässt sich dadurch ausdrücken, dass ich einfach schaue, wann ist das letzte Mal Buildout erfolgreich gelaufen und wann hat der Supervisor seinen PID-File das letzte Mal angefasst. Wenn das PID-File zu alt ist, dann muss der Supervisor neu gestartet werden. Und es sollte sich, was ansonsten hier an anderen Definitionen im Supervisor drin liegt, auch sonst nichts geändert haben. Keine der Subcomponents hat sich geändert. Wenn das der Fall ist, dann wäre jetzt hier Schluss. Dann würde das Framework, das ruft Verify auf, Verify läuft durch, okay, nichts passiert, brauche ich nichts tun, fein. Wenn hier mit einer Exception ausgestiegen wird, speziell, die heißt dann Needs Update, das kapseln die Methoden schon, dann wird das Framework gleich im Anschluss die Update-Methode aufrufen und die weiß, naja, der Supervisor läuft entweder noch nicht oder muss neu gestartet werden. Man kann beim Supervisor die PID abfragen. Wenn das keine PID ist, was da rauskommt, dann müssen wir ihn erst starten, ansonsten müssen wir ihn neu laden. Und genau diese Dualität zwischen, wie ist eigentlich gerade der Stand auf dem System und was muss ich machen, um den gewünschten Stand zu erreichen, das muss man immer so klein wie möglich halten, weil jede Rekombination, hier sehen wir schon, da sind schon die zwei Varianten drin, der Supervisor läuft gar nicht versus Supervisor muss neu geladen werden. Wenn ich da jetzt noch vier andere Parameter einfüttere, dann blicke ich irgendwann nicht mehr durch, ob unter allen Kombinationen das auch funktioniert. Deswegen hat man es bei der Datei gesehen, delegiert die Datei dann runter in, okay, kümmere dich, ist da überhaupt eine Datei anwesend? Frag mal nach dem Inhalt, frag nach dem Mode, Ownership, das ganze Zeug. Immer schön in kleine Einzelteile aufgebrochen. Jetzt starten wir den Supervisor, wenn wir einen Deployment-Lauf machen und aktualisieren ihn. Jetzt haben wir natürlich noch die Bedingung, dass das System mal neu starten kann. Jetzt muss der Supervisor natürlich auch noch unsere Anwendung wieder an den Start bringen, wenn das System neu gestartet ist. Da beginnen wir mit einem kleinen Kunstgriff. Wir machen eine künstliche Komponente, die nennen wir Service. Die soll ausdrücken, dass ein System-Service da ist. Das ist nur ein Bag, also nur einfach ein Datensammelding. Das Ding hat einen Parameter verpflichtend, das ist das Executable, um das es sich dreht, mit dem, unter dem der Service gestartet wird. Und wir brauchen ein PID-File, um den Status abprüfen zu können. Supervisor erweitert sich dann in dem Moment mit einer weiteren Komponente, die sagt, dieses Executable soll ein Systemdienst sein und das hat sein PID-File dort an der Stelle. Verzeihung. Immer im Hinblick auf das Workdir. Jetzt ist es aber so, dass ein Entwickler ja nicht will, wenn er das Deployment fährt, dass dieser Dienst bei ihm beim Systemstart hochgefahren wird. Wenn ich an 7 Projekten arbeiten würde und alle sich beim Systemstart meines Systems hochfahren würden, dann hätte ich nicht viel Spaß. Deswegen haben wir etwas eingebaut, das nennt sich Plattformkomponenten. Ich habe einen Klassendekorator und kann dort sagen, wenn ich auf folgender Plattform laufe, das ist einfach nur ein String, dann mach, wenn ein Service realisiert werden soll, noch folgende Komponente als Unterkomponente von dem Service dran. Das ist im Prinzip das gleiche wie dieses Plus gleich, nur dass es nur immer dann ausgeführt wird, wenn meine Zielumgebung die richtige ist. Bei uns im Flying Circus ist das die korrekte Mechanik, um etwas ins System für den Systemstart zu integrieren.
Das kann bei anderen Umgebungen dann anders aussehen, gerade wenn man eventuell Staging bei dem einen Provider hat und Produktion bei dem anderen und vielleicht noch eine Integrationsumgebung. Da kann man so sehr schön die Unterschiede klar machen. Semantisch weiß ich immer noch, Supervisor hat einen Systemdienst, der gemanagt werden muss. Wie das passiert, kann ich explizit ausdrücken. Wie kommen wir dazu, dass Bateau sich dafür entscheidet, eine bestimmte Plattform zu nehmen? Entweder per Default ist es einfach der leere String und es passiert gar nichts. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es keine Plattformkomponenten gibt. Dann würde er als zweites nachschlagen, ist eine Host-Domain gesetzt? Dann würde er das eintragen. Und als drittes, wenn explizit die Plattform angegeben ist, dann nimmt er das. Was charmant ist, ich kann dem Local-Runner ein explizit zum Beispiel leeres Plattformargument mitgeben und kann dann sagen, also bei mir auf der Entwicklermaschine, realisier doch bitte mal die Produktionsconfig, wie sie auf der Test 01 läuft. Aber lass die plattformspezifischen Details einfach alle weg. Da gibt es noch ein komplementäres Feature dazu, da gehe ich jetzt nicht ins Detail drauf ein, dass man VFS-Remapping machen kann, also alle Pfadnamen, die irgendwo auftauchen, automatisch umschreiben. Damit kann ich service-relevante Konfigurationen, die ich als Entwickler vielleicht doch sehen möchte, die aber typischerweise nach zum Beispiel /etc/haproxy geworfen wird, das möchte ich bei mir als Entwickler natürlich nicht, die kann ich damit explizit in mein Arbeitsverzeichnis einsperren. Das soll das komplexe Beispiel gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Einblick bekommen, in welche Aspekte bei uns für Service Deployment so alle auftauchen. Das ist natürlich nicht alles. Das war jetzt mal so ein bisschen rausgegriffen, um zu zeigen, welche Mechanik nehmen wir, um welcher Problemstellung entgegenzuwirken. Was haben wir gesehen? Zum einen, das ist auch bei Puppet ganz typisch, der File-Type kommt relativ häufig vor. Es ist irgendwas, was die meisten Aktionen bestehen irgendwie daraus, leg eine Datei mit einem bestimmten Inhalt in und trigger unter bestimmten Umständen noch ein Kommando an. Das Address-Objekt und diesen Ansatz möchte ich allen Leuten ans Herz legen. Das hilft und macht viele Dinge sehr, sehr einfach. Was wir auch gesehen haben bei der Address, ich habe nie einen expliziten Hostnamen hingeschrieben. Ich habe immer bloß irgendwas hingeschrieben, wo es hieß, ja, der Host, wo die Komponente halt gerade ist. Das ist auch so eine Plattformeigenschaft, die wir einfach voraussetzen, dass man halt die Hosts ansprechen kann und da per DNS-Resolver auch eine vernünftige IP rauskriegt, auf die ich mich binden kann. Jinja 2 Templates sind wir im Prinzip sehr glücklich mit, außer mit der Whitespace-Kontrolle an der einen Stelle. Da sollte ich mich mal durchringen, mit Armin Kontakt aufzunehmen. Environment Overrides, ich kann in meiner Entwicklungsumgebung oder auch in der Produktion oder im Staging explizite Abweichungen von dem Standardmodell machen und habe die auch an der richtigen Stelle dann dokumentiert. Ich kann halt in meinen Projekten hergehen und sagen, wie sieht denn die Produktionsumgebung aus? Ah, das sind die Hosts, die Komponenten. Ah, und hier wird der HA-Proxy ein bisschen anders bestückt als im Staging. Das ist sehr hilfreich. Wir haben diese Mechanik für Ressourcen gesehen, wie man automatisch die Komponenten miteinander verknüpfen kann. Und noch den Ansatz dazu, wie man das halt wieder semantisch ein bisschen besser aufbereitet. Der Verify-Update-Cycle, der in Kombination mit der Hierarchie und einer sehr feinen Verästelung dafür sorgt, dass man sehr einfach idempotente, konvergente Deployment-Konfigurationen schreiben kann. Und die Möglichkeit, Plattformunterschiede explizit auszudrücken und aus dem eigentlichen Service-Modell rauszuhalten und dann zu sagen, okay, und das hier sind die drei Sachen, die ich machen muss, um es auf dieser Plattform zu integrieren. Das Schöne ist auch, da kann man sich bei diesem Plattformspezifika eine Bibliothek zusammenbauen, die dann projektübergreifend ist. Ein paar Tipps möchte ich geben, falls ihr Lust haben solltet, da reinzuschauen und ein bisschen was damit zu machen. Komponenten, wenn ihr die zuschneidet, sollten immer so sein, dass sie unabhängig vom Host sind. Ich sollte eigentlich, wenn ich eine Komponente in ein Environment eintrage, sollte ich ohne viel Aufwand in der Lage sein, die Komponente darunter zu nehmen und auf irgendeinen anderen Host zu packen. Ich sollte zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass eine bestimmte andere Komponente auf dem gleichen Host läuft. Ausnahme, zum Beispiel logischerweise, Supervisor läuft auf dem Host und die Komponenten, die Zeug haben, was gestartet werden will, dann laufen die natürlich da drauf. Aber zum Beispiel sollte der Postgres vielleicht nicht gerade davon ausgehen, dass der Memcache auf dem gleichen Server läuft. Andersrum, wenn Komponenten starke Gemeinsamkeiten haben, dann natürlich lieber als eine bündeln. Da gibt es auch noch ein paar Werkzeuge und ein paar Ansätze, wie man die dann gut handhabbar machen kann, falls sie relativ groß werden. Verify and Update, wenn ihr es schreibt, so kurz wie möglich. Also das sollten niemals mehr als 2-3 Zeilen werden jeweils. Und je abstrakter eine Komponente ist, je weiter ich nach oben im Service Deployment komme, desto seltener trifft man Verify oder Update eigentlich an. Das ist so einfach eine Beobachtung. Und wenn das umgekehrt ist, dann macht man vielleicht was falsch.
Es gibt eine ganze Reihe von vordefinierten Komponenten. Es gibt die Datei, die habt ihr gesehen, die ist sehr umfangreich. Da ist auch noch einiges, was Directory Management angeht, hierarchisches Syncen von Verzeichnissen und so drin. Virtual Env ist sehr bequem. Wir machen eigentlich dann sofort 1000 Virtual Envs für jedes kleine einzelne Teil 1, weil es sich super managt jetzt plötzlich. Das ist ein Feature, was ich euch auch noch ans Herz legen möchte, Secrets Management. Wir können pro Environment AES-verschlüsselte Dateien ablegen, die dann INI-Style da drinnen liegen und sich über die Ressourcen-API auch wieder mit exponieren. Und dann kann ich nämlich tatsächlich ein Service-Deployment aus dem Nichts fahren, die Passwörter für Datenbanken, SSL-Zertifikate etc. alles einchecken und mit einem Schlag rausschicken. Kommen wir zum Schluss. Bateau, modellgetrieben, aber sehr pragmatisch. Wenn ich sonst Model-Driven höre, Model-Driven Design oder so, dann Model-Driven Architecture, dann renne ich weg. Aber in diesem spezifischen Fall, gerade wie wir es bei Puppet kennengelernt haben, in einer sehr pragmatischen Variante, da sind wir sehr glücklich mit. Ich kann nur weiter drauf rumreiten, Konvergenz, Idempotenz, Konvergenz, Idempotenz. Und es gibt keine Silver Bullets. Das ist keine fette Lösung, wo ich sage, mit diesem einen Ansatz werdet ihr alles erschlagen. Der Teufel wird immer wieder im Detail liegen. Für uns ist die Antwort darauf, refaktorieren, 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 gucken, wie man Sachen besser zusammenfassen, ausdrucksstärker aufschreiben kann. Wie geht's weiter? Ich hoffe beim Sprint die 0.2-Version langsam fertig zu kriegen. Das ist die wir auch in Produktion haben, aber Dokumentation ist noch so bisschen das Knirschthema. Das hat jetzt zum Glück in der Vorbereitung zu dem Vortrag dafür gesorgt, dass ich sie fast fertig habe. Jetzt kann ich sie vielleicht auch noch in das Sphinx kippen. Wir brauchen deutlich bessere Fehlermeldungen. Wenn momentan komische Situationen aufstehen, dann kotzt da einem manchmal ganz schön komische Dinge vor die Füße, wo ich als Erfinder weiß, das ist bestimmt das, und alle anderen gucken wie ein Schwein ins Uhrwerk, das muss besser werden. Genauso auch wie, was macht das Ding eigentlich gerade? Und tatsächlich, wir deployen momentan in Umgebungen, die so etwa maximal 30 VMs haben. Ich würde meinem Notebook das nicht zumuten wollen, dass ich auf 1000 Hosts parallel deploye und er zu allen parallel eine SSH-Verbindung offen halten muss. Da kann man sich vielleicht nochmal was einfallen lassen, aber das ist gerade nicht so super das Schmerzthema für uns. Bevor ich abgebe, ich lasse mir ab morgen für einen guten Zweck einen wahrscheinlich furchtbar hässlichen Schnurrbart stehen, um auf Prostatakrebs und Hodenkrebs Forschung und Informationen hinzuweisen. Wer mich deswegen morgen komisch rumlaufen sieht, deswegen kommt bitte hin, Spenden sind sehr willkommen. Und ansonsten, das Ganze ist natürlich Open Source, Bitbucket, die bisherige Doku ist da und vergesst bitte nicht am Ausgang mir irgendwie Bierdeckel zu hinterlassen. Dankeschön. Ja, danke Christian für seinen Vortrag. Wir haben noch genügend Zeit für Fragen. Sind Fragen? Ja, ich komme hinter. Gibt es schon auch noch weitere vorgefertigte Komponenten neben denen, die ihr jetzt damit liefert für Bilder und sowas? Also die mitgeliefert werden, standen gerade alle da. Also wir bauen momentan eher zögerlich in Projekten halt Zeug, was man prinzipiell wiederverwenden kann. Wir sind aber auch mit der Variante, wie wir die Standardbibliothek da ausliefern, noch nicht so 100% glücklich, weil auch wir wissen natürlich nicht, wie in jeder Umgebung alles immer zu tun ist. Wenn wir was finden, was sich gut macht, dann extrahieren wir es und legen es da rein. Okay. Du kannst aber im Prinzip ja auch in dem, weil das ja über die ganz normalen Ecksystem installiert wird, kannst du dir selber eine Library machen, die du einfach als Act Dependency mit reinknallst und dann importierbar hast. Ja, danke. Gerne. So, drüben war noch eine Frage. Ich weiß es nicht, ob ich es vielleicht nicht mitgeschnitten habe, aber da war ja immer ganz oft self plus gleich und irgendeine Klasse macht irgendwas. Oder ein Objekt macht irgendwas. Ja. Was passiert da eigentlich genau und wie verträgt sich das damit, dass ihr trotzdem Attribute einer Klasse habt? Und wo landet das Zeug dann? Und warum ist das nicht böse? Jein. Der Trick ist ja folgendes. Ich möchte, um das hier ausdrucksstark zu halten, möglichst wenig Noise haben. Ich möchte eine gute Signal-Noise-Ratio kriegen und das heißt für mich auch möglichst wenig Zeichen für Dinge, die die ganze Zeit immer und immer wieder kommen. Die Puppet-Leute hatten sich damals entschieden, eine Domain-Specific Language zu bauen, was sie dann selber auch gemerkt haben, eine blöde Idee war, jetzt gehen sie wieder zurück und sagen wieder, mach's mal eine Puppet-API und Ruby, mit einer Ruby-API und die Ruby ist, was DSLs angeht, nochmal ein bisschen smoother
als Python. Ich hatte sogar schon mit Guido zusammengesessen und mal gefragt, wie könnte ich diese Syntax irgendwie, um zu sagen, self ist ein Knoten in einem Baum und die Programminstanz soll ein Unterknoten werden. Der führt intern einfach bloß eine Liste mit und das ist nichts anderes als self.underresources.append das da. Das ist bloß syntaktischer Zucker, um die Programminstanz da in diese Liste einzuhängen. Eine Schwierigkeit, die daraus ist, wenn ich gleichzeitig eine lokale Variable, eine Referenz auf dieses Ding noch halten möchte und es hinzufügen, dann wird es hässlich, dann kommt irgendwas raus wie Hello ist gleich Program, Self plus gleich Hello, das ist irgendwie, da bin ich noch nicht glücklich mit. Mir konnte bisher noch keiner einen besseren Trick in Python sagen, wie man das hübsch lesbar macht. Genau. Bedeutet also konkret, ihr habt die Add-Methode überschrieben, oder? Das ist ein Override für under, under, add. Okay. Und der delegiert das nach innen rein. Das beißt sich auch nicht mit den Attributen. Das funktioniert sehr gut eigentlich. Was ich eher beißen würde, sind die API, die Komponentenbasisklasse zur Verfügung stellt, ist relativ reichhaltig. Da kann es schon mal passieren, dass man daneben greift und irgendwo hier oben einen Namen erwischt. Es ist nicht viel, aber gerade wenn es gibt halt eine CMD-Methode, die hatte da gesehen, um Kommandos auszuführen. Wenn dann irgendwer auf die Idee kommt, dass CMD ein Parameter sein soll für einen, es ist ein Trade-off, so oder so. Es lässt sich aber tatsächlich in der Erfahrung sehr smooth benutzen und das ist uns halt da an der Stelle einfach mal mehr wert. Weitere Fragen? Alle rundum zufrieden? Gut, dann danke ich Christian nochmal. Gerne. Wer Interesse hat, ich sprinte am Freitag dran, kann gern mit dazukommen.